Einfach, um noch Folgen zu haben. So, ach nee, da war ich ja gerade. Ich wollte ja jetzt schon hier was Möbeliges machen. Aber nur ausnahmsweise. Wie kommen wir denn da? Schlafzimmer, Betten. Und dann würde ich sagen, hier sowas Gemütliches, ne? Hier so ein Federschwer. So, das sieht auf jeden Fall schon richtig kuschelig aus. Ja, kuscheliger geht's eigentlich gar nicht. Haben wir jetzt noch ein tolles Bild irgendwie hier. Was ist das denn? Grahams digitale Bilderrahmen. Was es hier nicht jetzt alles gibt. Ach, das ist ja spitze. Und hier haben wir Pyramiden bei Sonnenaufgang. Ja, super. Weiß ich gar nicht. Vergessene Fächer. Ach, das kann man ja alles gar nicht aufhängen. Das müsste man da irgendwie hinmachen. Ach, das Fenster ist eh asymmetrisch hier, ne? Das ist ja jetzt nicht so... Pass mal auf, den nehmen wir mal raus. Dann machen wir hier mal lieber ein paar Fächerchen hin, ne? So. Was haben wir denn da noch Schönes? Massig Papyrus. Ist ja alles so exotisch. Diva-Doll-Poster. Vielleicht hier lieber ein Sicherheitssystem zum Aufhängen. Das macht sich doch ganz gut. Was ist das hier? Eine Wandskulptur. Ist ja spitze. Zu schön wollen wir es ja jetzt auch nicht machen. Hier, das geht doch. Ja, nee, lass mal weg. Komm, ich mache hier einfach nur mal ein bisschen Klumpatsch rein. Kommoden. Kriegt er nicht. Ein Spiegel. Ja, Spiegel ist wichtig auf jeden Fall. So, und jetzt würde ich sagen, wo haben wir denn da? Und eine Toilette muss ja auch sein. Töpfchen, erste Schritte, wäre schon richtig. Aber wir müssen leider bei der schlichten Schüssel bleiben. Oder vielleicht 300? Nee, dann immer eine schlichte Schüssel. So, sieht doch schon mal richtig wohnlich aus. Ich glaube, die Tapete mache ich dann doch wieder anders. Ja, die Tapete mache ich anders, weil das sieht jetzt sonst zu... Ah, es passt einfach nicht. Das passt nicht. Fliese. Was haben wir denn an Fliesen Schönes? La, la, la. Sieht ja eins so scheiße aus wie das andere. Das ist ja schon mal ganz toll. Hier, das ist doch super. Das ist genau die richtige Farbe. Und jetzt, spätestens jetzt, weiß doch jeder, worauf sie hinausläuft. So. Was können wir denn hier nochmal Schönes machen? Ach so, jetzt wollte ich ja zu den Möbeln nochmal zurück. Und dann sagen wir mal, ja, was können wir nochmal machen? Hier, ein Kuschelbär von Wackelkopf. Machen wir mal so, ne? So. Ein Kuschelbär ist immer wichtig. Betten, Büro. Büro gibt's hier nicht. Esszimmer, Wohnzimmer, da kann man hier nochmal ein altes Furzmöbel da reinkloppen. Das Sofa ete petete, dann müssen wir mal gucken, haben wir das noch in hässlicher? Jawohl. So, alles klar. Und ansonsten brauchen wir hier noch irgendwas. Ah ja, eine Dusche kann man vielleicht nochmal... Ja, das wird zu teuer, wenn man das dann zweimal kaufen muss. Hey, 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 hey. Alarmanlage? Nee, das braucht man nicht. Das ist ja unnötiger Kappes. Videospiele gibt's auch nicht. Ein Fernseher hätten wir hier vielleicht noch. Opas Glotze passt dann auch ganz gut. Sofa ist da, also kommt Opas Glotze einfach mal dahin. Ach, das wird richtig schön bequem hier. Mm, toll. Haben wir hier vielleicht eine vertrocknete Pflanze? Was ist das denn? Farnhort Deluxe. Ah, das ist zum Aufhängen. Aufhängen ist ja so genau das Thema. Haben wir hier noch... Ja, Blumen sind eigentlich nicht so das Richtige, ne? Ein Tischterrarium schon eher. Kletterpflanze ist jetzt hier nicht so das Highlight. Ja, kann man machen. Aber egal, lassen wir mal lieber... Was ist das denn hier? Ja, ach da, irgend so ein altes Zeugs... Hier noch ein Busch zum in die Ecke kacken. Das lassen wir mal lieber aus. Audio. Vielleicht ein Teppich. Ja, so ein Teppich ist doch super. Da können wir hier vielleicht mal eine Willkommenmatte unters Bett legen, wo sie auch hingehört.
Marathonläufer. Ach hier, guck mal, so ein Marathonläufer. Nee, kein Marathonläufer. So, wie viel kostet so ein Ding? 100? Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Der Herr lässt sich's aber gut gehen. So. Na, das sieht doch schon mal richtig schnuckelig aus, würde ich sagen. Oder? Da wird sich eine gewisse Person auf jeden Fall schon mal sehr wohl fühlen. Und Dusche, ach, weißt du, Dusche, Duschen kostet unnötig Zeit, sowas braucht man nicht. In der Zeit kann man noch zack, zack, noch viel sinnvollere Sachen erledigen. So, jetzt müssen wir gucken, 6000 Simoleons haben wir noch. Das wird auf jeden Fall knapselig. Jetzt brauchen wir erstmal Fensterchen in der guten Stube. Ich mag nämlich mit dieser Familie hier nicht cheaten. Also wir bauen uns auf jeden Fall noch eine Cheat-Familie, damit wir einfach mal ein schnuckeliges Haus machen können. Mit allem Komm-Hin und Komfort. Aber das werden auf jeden Fall nicht die Schlömpels, wie ich ja bereits erwähnte. So, 125 und die kosten 75. Da sparen wir ja schon mal fast die Hälfte. Würde ich fast sagen, wir müssten so eine Dinger hier überall reinsetzen. Aber die sind irgendwie so scheiße. Mann, und das kostet 170. Aber das ist wirklich das Hübscheste von allen. Na, ist schwierig, schwierig, schwierig. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wie mache ich das am besten. Ich würde mal sagen... Ach, ein Wohnzimmer brauchen wir auch noch. Ach, Mensch. Pass mal auf, wir machen mal Folgendes. Ich gehe dann doch schon mal zu den Möbeln. Und... Wo ist denn hier... Hallo? Ach, da, die Küche. Herde! Spülmaschinen, Theken, ja, Theken suche ich doch die ganze Zeit. Nehmen wir natürlich erstmal die billigsten, leider geht's nicht anders. Zumindest im schönen Holzfurnier. So, und das Ganze, würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann aussehen wird. So. Okay, ah, das wird alles so teuer. Ich muss doch sparen, Freunde. Sparen, sparen. Mach ich das mal folgendermaßen. Ich setze das alles mal hier hin und dahin. Bringt jetzt auch nicht so viel, ne? Das einfach einen weiter wegzusetzen. Naja, vielleicht doch. Da habe ich schon eine Idee. Da müsste man hier so Barhocker hinmachen. Aber erstmal müssen wir natürlich, ja, müssen wir uns erstmal leisten können, den ganzen Scheiß. Eie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 
Schlabidibidubdida, Schrubidibidibdabdida, Schlubididida, Schrubididabdidubdubdilida. Ich kann auch nicht die Dinger hier antippen, ne, um mir das da reinzuziehen. Das geht nicht, oder? Wenn das jemand von euch weiß, ich weiß es nämlich nicht. So, ich nehme einfach das einfach und dann mache ich mal hier ein bisschen. So, dann passt das schon. Das sieht ja keiner. Gut, die Rückseite müssen wir eh noch angleichen. Jetzt, ja, es sieht natürlich ein bisschen blöd aus, aber wir haben ja leider nur Geld für Billigmöbel. Insofern bitte ich das zu entschuldigen. Eine Spülmaschine können wir uns erstmal nicht leisten für 300. Da würde ich lieber erstmal ein Waschbecken nehmen und zwar hier so ein Einbaubecken. Sind das Einbaubecken? Ja. 290! Pfefferdosenwaschbecken. Sowas hier vielleicht. Sieht natürlich ausnehmend scheiße aus. Aber wir müssen ja bedenken, der Opa hat's gebaut. Und wenn der Opa was baut, dann muss es ja gut sein. Das hier ist kein Einbaubecken. Dann nehmen wir mal das hier für 215. Ja, komm, nehmen wir mal das hier. Waschbecken neben dem Herd ist natürlich auch eine super Sache. Ich würde sagen, das packen wir mal lieber hier hin. Kühlschrank müssen wir auch noch irgendwo hin machen. Den klatschen wir dann an die Wand. Das ist dann nicht so richtig optimal, aber es ist momentan erstmal alles, was zählt. Kleine Geräte. Den Zerhacklon brauchen wir auf jeden Fall. Und dann am besten vielleicht auch eine Mikrowelle. So. Habe ich jetzt noch eine Mikrowelle? Ja, egal. Packe ich jetzt einfach da oben drauf. Scheiß der Hund drauf. Jetzt brauchen wir noch einen Tisch. Ich würde mal sagen, hier ist dann der Essbereich. Das wird ja alles sehr großzügig hier, wa? So, Lampen. Lampen, 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 Lampen. Ich bin ein großer Freund von Hängelampen, einfach weil die nicht so viel Platz verbrauchen. Aber wo sind denn hier die Hängelampen? Hallo? Hallo? Eine Alarmanlage muss auf jeden Fall noch rein. Ach, das ist ja hier für Dingens, ne? Für hier und so. Für Rauch. Machen wir mal dahin. Boah, die andere Alarmanlage kann ich mir gar nicht leisten. Das, oh, wie teuer. Ja, 895. Was denkst du denn, wer ich bin? So, naja, das mit der Bar wird ja dann erstmal nix. Und ich brauche ja vor allen Dingen noch Interieurtapete und sowas. Das mache ich am besten auch jetzt gleich mal. Moment, wo haben wir denn da? Ah, Tapete für innen. Das ist immer schwierig. Ich hätte gern was Helles. Ich weiß, das wird natürlich überhaupt... Ach, alles, was ich hier gerade mache, wird überhaupt nicht jedermanns Geschmack treffen. Oh, Felsen und Stein. Aha. Wird auf jeden Fall nicht jedermanns Geschmack treffen. Das ist ganz normal bei Sims. Der eine mag es so, der andere mag es so. Ich mache das hier Pi mal Daumen und versuche uns hier möglichst schnell durch die ganze Angelegenheit durchzuwursteln. Einfach, damit wir schneller wieder ins Spiel kommen, ins Eigentliche. Ich bin dann mehr so ein Freund davon, dass wir nach und nach die Häuser ausbauen und nicht irgendwie 100 Folgen mit dem Bauen von einem Haus verbringen, so wie hier gerade. Sag mal, gibt's hier gar keine richtigen Tapeten? Fliesen will ich nicht, eine Teflung vielleicht? Ja, sieht zauberhaft aus. Ach Mensch, muss denn hier alles so schäbig aussehen? Oder habe ich hier einfach keinen Überblick?